Einwandfrei. Ich fange einfach an zu sprechen, meistens funktioniert das auch ganz gut. Dann darf ich Sie, euch ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel der Kaslaskis gegen den ERC Neuwied. Bei mir begrüße ich zu meiner Linken den Gästetrainer Arno Lösch. Herzlich willkommen bei uns in Kassel. Zu unserer Rechten, meiner Rechten, jeder Linken, unserem Trainer Uli Egen. Auch am heutigen Abend das erste Wort wird wie immer dem Gast, der da schon ein paar Worte zum Spiel hat. Ja, zunächst, wie Sie es gehört, für gute Gäste, Gratulation nach Kassel für den klaren Sieg, der auch, glaube ich, in der Höhe verdient war. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Wir sind noch nicht nach Kassel gefahren, um hier drei Punkte zu holen. Sondern wir sind nach Kassel gefahren, um wieder einen kleinen Schritt nach vorne zu machen. Unsere Möglichkeiten, die wir haben, sehr beschränkt und sehr einfach, aber ich glaube, den minimalen Schritt haben wir gemacht. Und ein paar Ausfälle habe ich natürlich seit gestern Abend noch ergeben, deswegen mit einem dezimierten Kader. Ich hoffe, dass ich das bis Sonntag gegen Kampf wieder hinkriege. Aber ich meine, wir müssen auch hier heute, glaube ich, sagen, wir haben heute zwei verschiedene Ligen gespielt, in zwei verschiedenen Gehaltsklassen und auch sportlich in zwei verschiedenen Ligen. Deswegen, ich kann meiner Mannschaft dann drin einen Vorwurf machen, wenn sie etwas nicht gemacht haben. Sie haben, glaube ich, bis zum letzten gekämpft. Es war ein relativ faires Spiel. Es kam kein Frust auf und das war mir eigentlich das Wichtigste. Beide Mannschaften haben keine Verletzten. Wir fahren nach Hause, haben wieder ein bisschen was dazugelernt und wollen versuchen, es am Sonntagabend einzubringen. Vielen Dank für Ihr Statement. Uli, 22:2. Jetzt nach dem Spiel gegen Ratingen, was ähnlich deutlich war. Siehst du da jetzt irgendwelche Unterschiede? Bist du nach wie vor zufrieden mit deiner Mannschaft? Oder gibt es noch irgendwelche Haken, wo du sagst, nee, das passt trotzdem, trotz 22:2 nicht? Guten Abend zusammen. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, muss ich ganz ehrlich sein. Ich kann meiner Mannschaft wieder mal ein Kompliment machen heute, weil die haben die Aufgaben eigentlich erfüllt, was ich von ihnen verlangt habe. Die haben nach vorne gespielt, Tore geschossen, zum Teil schöne Kombinationen. Das will ich sehen gegen solche Mannschaften, wo wir als klarer Favorit ins Spiel gehen. Und die zwei Gegentreffer, das muss man jetzt sagen, das passiert halt. Das passiert in dem Moment, wenn man nur offensiv denkt. Und das ist halt beim Spielstand von 15-1 oder was dann passieren halt so Fehler wie beim zweiten Tor. Was auch übrigens eine schöne Kombination von euch war, das muss man ja auch mal anerkennen. Aber letztendlich, ich persönlich war sehr zufrieden. Geht nicht mehr, bei mir geht es immer aus. Das hört schon viel besser an. Gott sei Dank geht es bei der Spielerin aus die Luft, aber hier geht es aus. Nee, aber ich bin generell zufrieden mit dem Spiel und mit der Mannschaft vom Engagement her, mit allen Spielern. Wir haben alle Spieler eingesetzt heute. Und der Ondrasek hätte normalerweise 30 Minuten gespielt, aber der hat sich im Training gestern verletzt an der Hand. Und auch die jungen Spieler haben ihre Sache sehr gut gemacht und ich hoffe, so geht es weiter. Auch die nächsten Spiele werden ein bisschen schwieriger jetzt, aber da sehe ich auch nicht das Problem, weil wir da nicht so offensiv spielen werden, sondern ein bisschen mehr für Defensive was tun werden, anderes System spielen. Wenn wir jetzt gegen Dortmund spielen... Mach ein bisschen lauter, Uli, bitte. Wenn wir jetzt gegen Dortmund spielen... Ja. Ich wollte mal hören, ob da alle überhaupt zuhören, wenn ich da spreche. Das ist schwierig für mich nach so einem Spiel. Ich kann, wie gesagt, der Mannschaft da ein Kompliment machen. Die spielen ganz gut, die sind engagiert, die setzen das um, was wir trainieren. Jetzt in der Offensive. Wenn die anderen Spiele jetzt kommen gegen die sogenannten schwereren Gegner, dann müssen wir natürlich defensiv besser arbeiten. Und das werden wir mit Sicherheit machen. Aber vielen Dank für die gute Stimmung wieder heute. Es macht ja auch mir Spaß, wenn man an der Bande steht. Und die Stimmung, die Zuschauer sind zufrieden, der Trainer ist zufrieden mit der Mannschaft. Also Kompliment an die Mannschaft und an euch Zuschauer. Vielen Dank. Und ich bin gern. Fragen an die Trainer? Keine, das ist gut. Dann kommen wir zum Ergebnis noch einmal. 22:2, Strafen, Kassel 4. Neuwied 8, Zuschauerzahl 3236. Ergebnis aus den anderen Partien. Ratingen gegen Dortmund 1:3, das Spiel läuft noch, hat erst um 20 Uhr begonnen. Herford gegen Essen 4:1, läuft ebenfalls im zweiten Drittel. Und Herford spielt bei erst um 21 Uhr. Hamm gegen Bad Nauheim 0:6 im dritten Drittel. Und
Und last but not least, Löwen Frankfurt gegen den EV Duisburg. 5:0, das ist der Endstand. Unser nächster Spieler am kommenden Sonntag, also übermorgen, spielen wir in Dortmund. Dann geht es weiter am Freitag, 2.11. Auswärtsspiel zum ersten Hessen-Derby in Bad Nauheim. Und wir sehen uns dann wieder, sofern Sie nicht mit zum Auswärtsspiel fahren, am Sonntag, den 4.11. Ich kann auch noch lauter! Und 4.11. 18:30 nächstes Heimspiel gegen die Moskitos Essen. Einen schönen Abend noch und einen ganz guten Abend.